Mein Name ist Boris Krebs, ich bin der Pressesprecher der Feuerwehr in der Verbandsgemeinde Konz. Wir befinden uns hier auf der Umgehungsstraße von Tavernen und Höhen. Um 8.26 Uhr ist ein Notruf auf der Rettungsleitstelle aufgelaufen bezüglich einem Verkehrsunfall mit einem Kleintransporter und einem LKW. Nach Ersteintreffen der Kräfte hier konnte festgestellt werden, dass der Fahrer des Kleintransporters eingeschlossen war. Hier musste mit der Rettungsschere die Tür geöffnet werden und der Fahrer befreit werden. Der Verletzungsstand der Person im Fahrzeug ist derzeit nicht bekannt. Hier handelt es sich um einen Auffahrunfall, der glücklicherweise nicht zu schweren Verletzungen vermutlich geführt hat. Im Einsatz waren bis jetzt die Feuerwehren Tavernen, Köhnen und Konz. Die Umgehungsstraße war bis zum Abschluss der Arbeiten vollgesperrt.